So, dann legen wir mal los. Dann Wenn legen ich wir mal darf, los. starte ich einfach kurz durch und wenn es später Fragen dazu gibt, können wir sie alle anschließend besprechen. Jetzt haben wir es endlich hinbekommen und es tut mir noch mal tausendmal leid und Sommer wahrscheinlich auch, dass wir so technische Schwierigkeiten haben. Ihr seht schon, man muss echt kein Programmierer sein und kein Computergenie, um in der Schweiz Apotheker zu sein. Wahrscheinlich ist es nicht anders in Deutschland. In der Schweiz ist es sogar noch viel schlimmer. Hinter uns stehen wahnsinnige IT-Abteilungen. Uns wird jeder Schritt abgenommen. Wir müssen da wirklich nichts tun. Ich muss nur einen Anruf tätigen, wenn etwas nicht läuft und schon wird für uns alles gemacht in der Apotheke. Und da gewöhnt man sich einfach zu sehr dran und deswegen die kleinen Schwierigkeiten. So, dann legen wir mal gleich los. Und zwar reden wir heute über die Schweiz. Wie kommt man in die Schweiz? Wie ist das einfach als Apotheker in der Schweiz? Was gibt es Interessantes für euch, einfach so als Interessenten in die Schweiz zu kommen? Dazu zu mir kurz. Du kannst gerne nächste Folie aufschlagen, Sommer. Dazu zu mir Ja. kurz. Es war ja so, als die syrischen Apotheker in die nach Deutschland kamen, habe ich ja gerade meinen YouTube-Kanal eröffnet. Und da kamen sehr viele Anfragen, wie können wir unsere Approbationen anerkennen, wie ist der erste Schritt überhaupt, wie ist das überhaupt alles zu schaffen. Dann habe ich mich mit der Apothekenkammer kurz geschlossen, habe dort alles in Erfahrung gebracht, Videos gebracht und dann habt ihr euer praktisches Jahr gestartet, ihr habt die Prüfung abgelegt und dann fand ich es auch ganz süß, wie ihr euch dann gemeldet habt und gesagt, anhand deiner Videos haben wir das dritte Staatsexamen geschafft und die Anerkennung bekommen. Diese Rückmeldungen, die fand ich wirklich ganz toll. Und jetzt finde ich es toll, ich gehe in die Schweiz und ihr wollt mir folgen. Das finde ich auch ganz stark. Ne? So, man darf gerne die nächste Folie Ja, auflegen. klar. Ja. Ihr kennt alle YouTube-Kanal Frag Apothekerin von mir. Ihr könnt mich gerne dort kontaktieren. Aber wenn ihr Interesse habt, nach unserem Vortrag hier tatsächlich in die Schweiz zu kommen und alle Anforderungen, die ich gleich bespreche, erfüllt sind, dann dürft ihr mir gerne auch eine E-Mail schicken und wir können wirklich uns näher unterhalten. Wir können telefonieren, wir können wirklich Unterlagen austauschen und wirklich sehr konkret über die Stelle reden. Ich brauche keine Bewerbung, ich brauche lediglich Lebensläufe. Es ist alles viel relaxter, als ihr denkt. Ja, Sommer wird euch erzählen, dass es alles bei uns wirklich sehr unkompliziert, wie es abläuft. Seitdem ich den Aufruf über YouTube gestartet habe, wir suchen Apotheker, habe ich alleine vier deutsche Apotheker bereits ins Team gebracht und das ist für uns schon mal ein großer Erfolg, vier mehr als null. Und ich würde mich bei jedem von euch weiter freuen. Denn jetzt ist die Chance da, einfach in die Schweiz zu kommen. Sonst so, wenn Ingenieure in die Schweiz kommen möchten, ist es alles ganz, ganz schwierig. Und wegen des enormen Apothekersmangels ist es wirklich eure Chance. Ob die später noch existiert, sei mal dahingestellt. Aber jetzt haben wir die Chance wirklich, die Schweiz zu öffnen. So, mal nächste Folie. Ich arbeite für eine riesengroße Kette, Gruppierung oder wie ihr das nennen mögt. Und zwar für euch ist es vielleicht, ich weiß, wenn man als Apotheker in Deutschland arbeitet, hat das Wort Kette einfach so einen Beigeschmack. Ne? Man versucht es ja immer schlecht zu reden, man versucht Ketten nicht zuzulassen auf dem Markt. Aber es ist, kann ich euch sagen, wirklich enorm angenehm für eine Gruppierung zu arbeiten oder für eine Kette. Galenica betreibt 500, über 500 eigene Joint Venture oder Partner-Apotheken und ist somit das größte Apothekennetz der Schweiz. Ich arbeite für die Kopf Vitality Apotheke, oben abgebildet. Daneben gibt es Amavita und Sanstor. Und wir alle über 500 Apotheken sind vernetzt. Wir haben gleiche Systeme, wir haben gleiche Abläufe, wir haben alles gleich. Es ist so gedacht, dass wenn ich jetzt morgen einen Anruf kriege, mich braucht eine Kollegin aus der Amavita, kann ich einfach nur meine Schürze packen, das ist der Kittel, und laufe los. Und ich stehe dort an der Kasse, es funktioniert alles. Es funktionieren meine sämtlichen Zugänge, es ist alles gleich. Die Ware ist genauso im Regal aufgebaut. Das ist auch für den Kunden dieser Wiedererkennungswert. Er muss nicht suchen, wo was steht, weil in jeder Apotheke es an der gleichen Stelle steht.
Und so ist das in jeder Apotheke von den über 500 Galenica-Apotheken aufgebaut. Und deswegen, weil wir so viele sind, haben wir auch diesen enormen Apothekenmangel. Im Moment suchen wir über 100 Apotheker in unseren Galenica-Apotheken in der deutschen Schweiz. Die Normandie kommt nochmal extra dazu. In Tessin, das ist die italienische Schweiz, suchen wir im Moment keine Apotheker. Ja, wir können zur nächsten Folie kommen. Ich zitiere mal kurz aus der LOA-Vorlesung. LOA ist das Abrechnungssystem der Schweizer Krankenkassen. Eine Professorin in der LOA-Vorlesung hat gesagt, wenn man das Schweizer Pharmaziesystem jeglicher Entscheidungskraft beraubt, den Apothekern die Demokratie, Entscheidungsfreiheit und das Bestimmungsrecht vollständig wegnimmt, kommt man zum deutschen Pharmaziesystem. Und ich bin einfach vom Stuhl gefallen, aber ich kann ihr da wirklich nur beipflichten. Die Schweizer sind sehr direkt, sie sagen, was sie denken, sind dabei aber unheimlich nett und auch vorsichtig. Und deswegen hat mich diese Äußerung wirklich umgehauen, aber es stimmt. Man fühlt sich in der Schweiz sehr frei. Es wachsen einfach einem Flügel, weil man einfach sehr vieles selber als Apotheker entscheiden und machen kann. Ja, wie war die Entscheidung des Wechsels von Deutschland in die Schweiz? Mit Tränen. Ich war in gemachter Apotheke in Deutschland, man hat mich auf der Straße erkannt und mein Mann sagt, okay, jetzt gehen wir in die Schweiz. Ne? Und ich musste alles aufgeben, mein Arbeitsplatz, meine Freunde, meine Familie, alles in Deutschland geblieben und ab in die Schweiz. Und ich habe gesagt, so, ich gebe dir 2 Jahre, wir probieren es. Und wenn nicht, gehen wir zurück nach Deutschland. Ja. Was soll ich sagen? Also ich habe nicht vor, zurück nach Deutschland zu gehen. Es ist einfach so schön, hier als Apotheker zu arbeiten. Ist in der Schweiz ein Fremdbesitzverbot? Eine limitierte Filialisierung, hat Sommer gefragt. Sind Ketten vorhanden? Ketten sind vorhanden. Es gibt noch 2, 3 große andere Ketten neben Galenica. Die sind ein bisschen anders strukturiert und natürlich nicht so riesig. Da sind die Apotheken zum Teil wie Franchising-System, ne? Wie McDonald's, dass sie einfach im Besitz des Apothekers sind, aber unter so einer Schirmherrschaft der Kette, das ist zum Beispiel sind die Rotpunkt-Apotheken. Wo bei Galenica ist das so, dass sie wirklich den Mitarbeitern einfach am meisten gibt. Die Gehälter sind am höchsten bei Galenica. Die ganzen Bonis, die wir drumherum erhalten, sind da am besten. Zum Beispiel auch, dass die Weiterbildung einfach von Galenica finanziert wird, vollständig finanziert wird, das ist auch einzigartig. Bei den anderen Gruppierungen und Ketten wird sie zum Teil gar nicht finanziert, privat bezahlt oder nur anteilig. Ne? Fremdbesitzverbot ist nicht unerlaubt in der Schweiz. Es ist tatsächlich so, wenn du eine Apotheke kaufen möchtest, musst du kein Apotheker sein. Du kannst eine Apotheke kaufen und einen Geschäftsführer einstellen. Und wenn du eine Finanzierung von der Bank möchtest, die Bank finanziert eine Apotheke nur die 40%, die musst du selber reinbringen. Und die Bank finanziert nur die restlichen 60%. Wenn man die Preise in der Schweiz bedenkt, und weiß, was so eine Apotheke kostet, dann ist einem auch klar, dass man jemanden noch ins Boot holt. Und meist sind das die Großhändler, die noch mit ins Boot kommen und noch so einen Anteil an deiner Apotheke als Fremdbesitz haben. Also es ist nicht verboten. Ina, ich habe kurz eine Frage. Und zwar kann ich jetzt als selbstständiger Apotheker halt ohne großen Kapital jetzt eine Apotheke gründen? Kann diese Apotheke dann halt, hat die Apotheke wirklich dazu Chance, halt wirklich als Konkurrenz auf dem Markt zu sein, jetzt im Vergleich zu den anderen Ketten, im Vergleich jetzt zu den anderen großen Ketten, habe ich jetzt eine Chance als Einzelkämpfer sozusagen jetzt meine eigene Apotheke zu gründen? Ja. Es ist so, du musst bedenken, jede Apotheke bei 3 Millionen Jahresumsatz wird von den Ketten aufgekauft, sobald sie auf den Markt kommt. Und die haben ihre Finger mit im Spiel, da kommst du gar nicht dran an solche Apotheken. Ja. Für alle Apotheken unter 3 Millionen Umsatz kommen für die Ketten nicht in Frage. Und da kommst du ins Spiel. Für dich ist so eine, wenn du jetzt eine Apotheke kaufen möchtest, du musst die Weiterbildung gemacht haben, um so eine Apotheke führen zu dürfen
Erst dann darfst du die Apotheke führen, kaufen kannst du die vorher, musst aber ein Geschäft, also als Geschäftsführer einen Apotheker mit der Weiterbildung reinsetzen. Ne? Wenn du die Weiterbildung gemacht hast, nach 2 Jahren, kannst du auch selber die Geschäftsführung deiner eigenen Apotheke übernehmen. Du kannst die Apotheke kaufen. Du musst aber, wie gesagt, so ein Kapital erstmal mitbringen, weil die Bank finanziert dir das nur zu 60%. 40% bringst du entweder selbst rein oder führst Absprache mit Großhändlern, ob sie dich mitfinanzieren. Das ist die übliche Vorgehensweise. Aber wenn du unter dem Radar von 3 Millionen Umsatz bist, bist du immer noch gut. Also eine Apotheke zwischen 1,5 und 3 Millionen kannst du wirklich gut führen. Ketten sind für dich nicht so die Konkurrenz, wenn du die gute Lage hast oder dich auf dem Land orientierst. Ketten sind dann nicht so, also Ketten arbeiten nicht zum Beispiel mit Dumpingpreisen. Das gibt es bei denen nicht. Ne? Okay. Also die Preise sind relativ hoch bei jeder Apotheke in der Schweiz. Die Schweizer rennen nicht von einer Apotheke zur anderen und vergleichen die Preise. Auch sowas wie Onlinehandel ausgeprägt gibt es noch nicht. Es ist noch wie ganz, ganz früh in Deutschland, musst du dir vorstellen. Ne? Meine Apotheke ist nur 2,5 Kilometer von Deutschland entfernt. In Deutschland sind ganz andere Preise, ne, in der Apotheke. Und da rennt keiner nach Deutschland und kauft irgendwas ein. Es geht auch ums Prinzip. Ne? Und es ist auch wirklich, wenn du jetzt für Coop, Amavita arbeitest, zu dir kommt Klientel rein, der eigentlich so gar nicht aufs Geld schaut. Die wirklich, wenn du es empfiehlst, kaufen sie es, ne? Auch wenn es 100 Franken kostet. Ne? Gut, bei 100 Franken bist du eh schnell. Wenn du bedenkst, dass ein Nasenspray so bei 13 Franken durchschnittlich liegt und ein Voltaren-Salbe, die kleine, bei 20 Franken. Ja, genau. Wir können jetzt zu der nächsten Folie, glaube ich, springen, oder? Ach so, und wenn du die Apotheke kaufst, nach 10 Jahren hast du dein Geld raus. Ja. Und danach ist alles andere schon dein reiner Gewinn. Aber nach 10 Jahren hast du dein Geld raus, also jetzt den Kredit raus, ne, wenn du dir einen richtigen Geschäftsführergehalt bezahlst. Okay. Ja. Okay. Moment. Was sind die Hauptaufgaben eines Apothekers in der Schweiz? Einmal ist es natürlich, wie ihr seht, ganz normale Belieferung der Bevölkerung mit Medikamenten, Beratung, wie alles, was ihr so kennt aus den deutschen Apotheken, das hat sich nicht verändert. Das zweite Bild ist etwas, was ihr nicht kennt. Und zwar geht es da wirklich darum, ihr betreut die Pharmaassistentinnen oder Pharmaassistenten. Pharmaassistenten sind diejenigen, die, das ist so eine Mischung auch aus PTA und PKA. Die machen alles. Die Ausbildung von den Pharmaassistenten läuft in der Apotheke. Die haben einfach 2-mal die Woche Schule und die restlichen Tage arbeiten sie die ganzen 3 Jahre in der Apotheke als Lernende. Und sie arbeiten unter eurer Verantwortung, eurer Aufsicht. Jedes Rezept, was von einer Pharmaassistentin bearbeitet wird, muss vom Apotheker unterschrieben werden, bevor das Medikament dem Patienten abgegeben wird. Und das ist ganz wichtig. Also die Pharmaassistenten stehen unter eurer sehr engmaschigen Betreuung. Es ist meist so, dass nur ein Apotheker in der Apotheke anwesend ist und deswegen die Mittagspausen sind komplett bezahlt von der Kette, wenn ein Apotheker anwesend ist, weil es kann euch passieren, dass in der Mittagspause die Pharmaassistentin auch noch mal reinkommt und nachfragt und eine Unterschrift von euch haben will. Labor gehört dem Apotheker. In der Schweiz ist nicht die Pharmaassistentin für Labor zuständig. Nicht sie stellt Salben her oder macht Kapseln. Es gibt nur ganz wenige Apotheken, wo tatsächlich die Pharmaassistentinnen Herstellungen machen und der Apotheker nur unterschreibt. Aber er schaut wirklich, er überprüft die Einwaage, er überprüft die Substanzen, alles. Es wird alles protokolliert und unterschrieben. Aber in den meisten Apotheken und gesetzlich ist das so, dass ein Apotheker die Herstellung dann macht und das Labor wirklich die Hauptaufgabe des Apothekers ist. Auch die ganzen Chemikalienverordnungen und alles, das macht der Apotheker. Das ist anders als in Deutschland. Tatsächlich. Der Apotheker führt Dienstleistungen durch. Jetzt seit einigen Monaten dürfen auch bei uns Pharmaassistentinnen impfen, wenn ein Apotheker in der Apotheke anwesend ist, unter ihrer Verantwortung. Davor durften nur Apotheker impfen. Wir machen alles. Wir machen Impfen,
tapen. Wir lernen das natürlich, wir lernen von den Besten, wir besuchen Schulungen. Aber wir können alles, wir können Ohrlöcher stechen, Allergiechecks machen wir, wir machen Haarmineralanalyse, wir machen Diabetes-Check mit Langzeit-Diabetes-Werten, wir machen Cholesterin-Checks, Herz-Checks für die Lebensversicherungen machen wir, wir machen, wir überprüfen, machen eine Urinuntersuchung vor Ort, wenn notwendig. Wir machen sehr viele Checks. Ina, bekommt der Apotheker dann dementsprechend noch die eine Ausbildung dafür? Also kriegt man jetzt oder wird man das durch also im Rahmen der Fachausbildung dann trainiert? Beides. Also im Rahmen der Fachausbildung hast du einen 5-tägigen Impfkurs, wo du Impfen und Blutentnahme lernst, wo du auch Erste-Hilfe-Kurse hast. Ne? Aber solche Sachen wie Allergie-Check, Diabetes-Check, du darfst nichts machen, ohne vorher diese Fortbildung oder Fachausbildung gemacht zu haben. Taping-Kurs um fast 2 Tage. Erst machst du die Kurse und dann darf deine Apotheke in deiner Anwesenheit das durchführen. Solange du den Kurs nicht gemacht hast, darf die ganze Apotheke diese Dienstleistung nicht erbringen. Ja. Wir leisten Erste Hilfe. Wir versorgen Wunden. Wir sind dazu verpflichtet, Erste Hilfe zu leisten, wie die Ärzte. Auch wenn im Zug eine Durchsage kommt, bitte medizinisches Personal nach vorne, sind wir verpflichtet, nach vorne zu kommen. Wir sind den Ärzten in dem Sinne gleichgestellt und wir versorgen die Wunden. Wenn jetzt ein blutendes Kind reingetragen wird, können wir den Notruf rufen, aber wir müssen die Wunde versorgen. Wir dürfen das Kind nicht bluten lassen und auch wenn jemand mit einem Glassplitter reinkommt, müssen wir diesen Glassplitter rausziehen. Also wir sind die Anlaufstelle für Wundversorgung. Ja. Und Apotheker entsorgen Altarzneimittel. Egal wie komisch sich das anhört, es machen Apotheker tatsächlich. Nicht Pharmaassistentinnen, in den meisten Apotheken machen es die Apotheker. Ja, kurz Frage an dich, Ina. Und zwar jetzt, hast du dann diesen Unterschied wirklich gespürt? Weil gab es Schwierigkeiten jetzt diesen Wechsel halt von Deutschland, wo der Apotheker halt wirklich jetzt nicht so viel Freiheit, sage ich mal, jetzt nicht so großen Spielraum hat bei Medikamenten, bei den Tätigkeiten, Dienstleistungen, Hilfestellungen halt und wieder der Wechsel in die Schweiz, wo der Apotheker wirklich halt so viel leisten kann und darf. Gab es bei dir irgendwelche Schwierigkeiten, Besonderheiten, die du halt wirklich jetzt noch weitergeben möchtest oder könntest? Oder ist wirklich jetzt diese zwei Jahre Fachausbildung, sind die wirklich ausreichend, um jetzt wirklich aus einem Apotheker, wirklich einem fitten Apotheker in diesen Dienstleistungen zu machen? Ich habe mit unserem CO von Galenica gesprochen, mit Marc Werner. Es ist witzig, wir haben mit ihm auch dieses Thema erörtert und er sagt, Ina, du bist so ein Paradebeispiel dafür, der sagt, in diesen 2 Jahren bin ich so schnell ins Schweizer Pharmaziesystem reingekommen, dass ich so bei Galenica jetzt die Expertin schlechthin bin. Ne? Ich bin deren Gesicht, ich bin deren Expertin in dieser Beziehung. Und ganz ehrlich, viele schimpfen über die Weiterbildung, wozu, das ist nur Zeitverschwendung, Geldverschwendung, einfach so, ne? Kein Bock, sich weiterzubilden. Aber du kommst wirklich in den 2 Jahren, nach diesen 2 Jahren kannst du sagen, wow, ich bin wirklich ein sehr fitter Schweizer Apotheker. Ich denke, du würdest an der Stelle, um so weit zu sein, etwa 6 bis 8 Jahre brauchen, wenn du aus Deutschland rüberkommst und auf dem Niveau zu sein, auf dem du jetzt nach 2 Jahren dieser Fortbildung bist. Aber du musst dich überwinden, das ist gar keine Frage. Du musst dich überwinden. Weißt du, als ich das erste Mal dieses Kind mit diesem Glassplitter hatte, habe ich gesagt, wie, ich muss das rausziehen. In Deutschland durfte ich ja nicht einmal ein Pflaster aufkleben. Ne? Und dann ist mir sofort meine Pharmaassistentin zu Hilfe geeilt, hat eine Pinzette geschnappt, hat in meiner Anwesenheit dann alles vollbluten lassen und diesen Glassplitter rausgeholt. Du musst schon über deinen Schatten in dem Sinne. Wir sind in Deutschland einfach anders erzogen worden, in eine andere Pharmazie-Richtung erzogen worden. Wir durften ja nichts machen. Ja. Und jetzt dürfen wir alles. Und du musst sogar alles machen. Du kannst jetzt nicht sagen, ach, sie möchten, dass ich ihr Kind verbinden. Nein, also das möchte ich jetzt,
das möchte ich jetzt nicht. Ich lasse Sie lieber zum Arzt gehen. Also wenn der Patient das möchte, dann lässt ihn verbinden. Ne? Das ist. Genau. Das ist natürlich ein interessanter Aspekt für das Pharmaziesystem in der Schweiz. Ich würde nur die Zuschauer halt den Zuschauern hinweisen, dass sie auch Fragen in den Kommentaren stellen können. Wir sind jetzt auch live auf Facebook, die Seite von der Süddeutschen Apothekerzeitung. Da sind auch ein paar Zuschauer dazugekommen. Genau, wir können jetzt aber jetzt Ina zu der nächsten Folie springen, oder? Ja, was ich noch ganz kurz sagen Genau. darf, die Pharmaassistentinnen, die wir im Rücken haben, du denkst manchmal, du stehst als alleiniger Apotheker da, aber du hast ein unheimlich fähiges Team. Also ich möchte jetzt niemandem auf die Füße treten, aber ich habe 15 Jahre Berufserfahrung mit vielen guten Leuten gehabt. Trotzdem, also wie fit die Pharmaassistentinnen sind, da kann man sich echt eine Scheibe abschneiden. Ja. Wie läuft ein Arbeitstag ab? Genau wie das Bild. Genau wie auf dem Bild. Wir sitzen rum, trinken unser Käffchen und schauen jede Sekunde auf die Uhr. Wer in die Schweiz kommt, sollte auch arbeiten wollen. Also man schuftet in der Schweiz. Man hat oft einen Apothekentag von 8 bis 8. Wir sind Centerapotheken oft oder wir arbeiten an den Flughäfen. Und überall hat man wirklich lange Öffnungszeiten und in den meisten Apotheken, es gibt wirklich nur wenige Ausnahmen, wenn der Apotheker den Tag schon da ist, dann ist man da. Dann geht man nicht, macht man nicht um 5 Uhr Feierabend, wie man es in Deutschland gewohnt ist und kommt am nächsten Tag wieder. Nein, man arbeitet von 8 bis 8 durch, dafür arbeitet man nur 4 Tage in der Woche, aber man arbeitet von 8 bis 8. Wir haben Pausen, wir haben eine bezahlte Mittagspause, wir haben eine bezahlte Vormittagspause, wir haben eine bezahlte Nachmittagspause. Aber wir stehen 12 Stunden in der Apotheke und unser Arbeitstag läuft sehr schnell ab. Also einfach, weil wir so lange in der Apotheke sind, sind wir einfach, die Schweizer sind an sich sehr nett. Wenn jemand in der Schweiz schon mal gewesen ist und einfach nur mal einkaufen war, hat er schon mitgekriegt, warum sind Sie heute so nett zu mir? Wollen Sie was von mir? Und so sind die Schweizer überall und genauso nett ist man im Team. Ne? Also man ist einander und es macht einfach Spaß. Ich habe ja schon in mehreren Apotheken gearbeitet von unserer Kette. Ich habe schon in vielen Apotheken ausgeholfen. Der Tag rennt ganz einfach. Wir haben viel zu tun. Wir haben nette Kunden. Wir beraten. Wir tun. Der Tag rennt. Man kommt rein. Man macht die Apotheke auf. Fährt den Computer hoch und die Kunden stehen meist schon vor der Tür und man schließt mit dem letzten Kunden ab und geht nach Hause. So läuft der Arbeitstag, würde ich sagen, ab. Würdest du jetzt den Arbeitstag halt jetzt wirklich mit Deutschland vergleichen, oder ist es ja eher entspannter, eher Es stressiger? ist viel entspannter, dir fehlt dieser Knoten im Bauch. Weißt du, wenn der Okay. Patient mit dem Rezept reinkommt, Ja. denkst du nicht, oh, hoffentlich habe ich es da. Wenn du es nicht da hast, bestellst du es. Und wenn du es nicht bestellst, dann kann der Patient in der nächsten Apotheke bedient werden. Für dich ist es wichtiger, dass der Patient glücklich ist. Es ist für dich nicht wichtiger, an diesem Rezept festzuhängen, dass jeder mal einen Kauf schafft. Du arbeitest nicht für einen privaten Apotheker, du arbeitest für eine Gruppierung. Und die Zufriedenheit nach außen ist für dich am wichtigsten. Ja. Und andererseits, du hast keine Angst, oh Gott, hoffentlich habe ich den richtigen Rabattvertrag erwischt, hoffentlich kommt kein Retax, sind heute Retaxe schon gekommen, oh mein Gott, Hilfsmittel, werden die über uns noch oder über die Krankenkasse beliefert, ist die richtige Nummer drauf, das alles hast du nicht. Du hast einfach ganz entspannten Arbeitsalltag, wo du selber viele Entscheidungen triffst. Und du bist fähig, diese Entscheidungen zu treffen. Du musst nicht bei einem Arzt hinter einem Rezept herlaufen. Du kannst das selber bestimmen. Du kannst Vorbezüge machen ohne Probleme. Wenn der Patient kommt und sagt, oh, mein Ramipril ist ausgegangen und der Arzt ist heute nicht da, machst du einen Vorbezug, ne? Und du kannst nächste Woche das dem Arzt zuschicken, diese Unterlagen mit dem Vorbezug. Der Arzt stempelt das ab. Alles per E-Mail, alles online. Du musst nicht hinlaufen zum Arzt oder du rufst kurz an und der schickt dir per E-Mail das Rezept. Es ist alles sehr relaxed. Du musst dich von dieser Vorstellung aus Deutschland lösen, dass du irgendwie mit einem Fuß immer außerhalb des Gesetzes agierst. Nein,
Deine Verantwortung ist dieses Gesetz im Moment. Genau, ich weiß nicht, ob du das jetzt auch da auf deinen Folien hast. Ich wollte auch mal fragen, was sind die Entscheidungsfreiräume, sage ich mal jetzt, für eine Apotheke, darf eine Apotheke verschreibungspflichtige Arzneimittel abgeben? Inwiefern, wo endet die Entscheidung des Apothekers und fängt wirklich die Entscheidung vom Arzt an? Vielleicht kannst du auch ein bisschen drüber erzählen, halt Antibiotika, Blutdruckmittel, Genau, ich so habe in die dazu Richtung. genau noch auch eine Folie tatsächlich, ne? Ja, Komme gerne dann. gleich dazu, wenn du möchtest. Oder möchtest du jetzt das schon Nee, von? also weil ich habe die Folien, ich habe mir die Folien noch nicht angeguckt, Ja, deswegen genau. dachte ich Lass mir. uns ruhig doch zu der Folie kommen. Ich Gut. weiß selber nicht mehr, was ich da Gut. zusammengefasst habe. Gut, dann Ja, kommen wir zu genau, den das ist Unterschieden zwischen der quasi, Berufung wie in sind die Deutschland und Österreich. Unterschiede, genau, über die wir Ja. gesprochen haben. Halt, wir können gleich zur nächsten Folie gehen, genau. Ja, du hast hier eine ganze Palette. Das sind die Krankenversicherungen, die ich jetzt so schön aufgemalt habe. Erstens Retaxationen. Reden wir kurz über die. Die Krankenkasse hat in Deutschland ja wirklich so die Macht, alles zu retaxieren, was sie lustig ist. In der Schweiz ist es tatsächlich so, dass wenn die Krankenkasse etwas retaxiert, kommt sie nicht zu dir. Sie kommt zum Kunden und lässt ihn bluten, lässt ihn bezahlen. Und da in der Schweiz alles Geld kostet und alles bezahlt wird, ist es nie ein Problem. Also in der Schweiz gibt es nur einen grundsätzlichen Satz, alles ist nie ein Problem. Und bezeichnet die Schweiz. Du kannst jede Situation regeln. Und wenn es doch irgendwelche Probleme gibt, dass der Kunde sagt, nein, ich möchte es nicht bezahlen. Alles, was unter 60 Franken ist, wird abgeschrieben. Okay, Es rennt super. keiner hinterher. Du unterschreibst beim Eintritt ein riesengroßes Reglement. Und da steht zum Beispiel, wenn jemand in deiner Apotheke klauen möchte, darfst du ihn nicht dabei erwischen. Okay. Also quasi, wenn jemand klaut, du siehst, dass er die Packung Roche-Posay-Creme vom Regal genommen hat, in die Tasche gesteckt hat. Dann darfst du in dem Moment nicht sagen, so, ich habe jetzt das gesehen, bitte nehmen Sie die raus. Weil du nicht beweisen kannst, dass während er die Creme eingesteckt hat, dass er sie nicht irgendwo anders gekauft hat, sie in dein Regal gestellt hat, dann wieder rausgenommen hat, dann in seine Tasche gesteckt hat und die Quittung verloren hat. Du darfst nur mit dem gesamten Team dich neben ihm stellen und ihm zu zeigen, dass dir was aufgefallen ist. Und das ist die Schweiz. Okay, interessant. Du hast also keine Retaxationen in dem Sinne. Und wenn, dann bezahlt der Kunde halt. Dann, was ist noch anders in der Schweiz? Ja, die Ärzte schreiben dir irgendwas aufs Rezept, was du absolut ändern kannst. Also meinetwegen, wenn sie jetzt aufschreiben, keine Ahnung, antiallergisches Nasenspray, beschließt du in dem Moment, dass du eigentlich Augentropfen abgeben möchtest, dann schreibst du das auf das Rezept dazu. Gibst Augentropfen ab, verrechnest aber über diesen Arzt und über dieses Rezept, dann hast du beschlossen, aber der Patient dir erzählt, dass er sehr verstopfte Nase zur Nacht hat. Dann rechnest du noch ein normales Nasenspray über dieses Rezept ab, schreibst nur kurz drauf, wegen verstopfter Nase auch noch das und das dazu genommen. Und dann beschließt du, aber eigentlich braucht er ein systemisches Antiallergikum. Und das ergänzt du auch noch auf das Rezept und gibst diesem Kind noch einen Eriosaft dazu, weil du es jetzt so beschlossen hast. Aber wo kann man dann sagen, okay, da kann ich jetzt nicht eingreifen, sondern ich brauche wirklich einen Arzt? Du lernst im Rahmen der Weiterbildung die Algorithmen. Es gibt von der PharmaSwiss, PharmaSwiss ist so der obere Begriff für das Sammelsurium der ganzen Pharmazie in der Schweiz und von allen, also das ist quasi unser Apothekenkammer, nur so das Oberste davon. Sie gibt alle pharmazeutischen Gesetze vor, sie handelt die Loa-Verträge für uns aus, die Abrechnungsverträge und, und. Und sie gibt Algorithmen vor. Das sind Algorithmen, wo aufgezeigt wird, bis wann darfst du selber agieren. Und irgendwann am Ende solcher Tabellen kommen Red Flags, die roten Flaggen. Und im Rahmen dieser, bis zu den Red Flags darfst du agieren. Und wenn die Red Flags kommen, dann schickst du den Patienten zum Arzt. Es gibt bestimmte dabei Gruppen von Erkrankungen, wo du selber zum Beispiel Antibiotika verordnest.
Harnwegsinfekte zählen zu solchen Gruppen zum Beispiel. Aber wenn du jetzt dem Patienten schon ein Cotrim Forte gegeben hast und der Patient kommt zu dir nochmal wieder und sagt, es hat nicht geholfen, oder ja, die Erkrankung ist innerhalb von 2 Wochen wieder aufgetreten, dann ist das ein Red Flag. Dann kannst du nicht sagen, jetzt probiere ich ein Cipro aus, Cotrim hat dir nicht geholfen, dann musst du ihn zum Arzt schicken, weil da muss dann nach Resistenzen geschaut werden oder ein Ultraschall von der Niere gemacht werden und, und. Das sind solche Red Flags. Ich habe hier noch vielleicht so einen Fall, möchte ich auch darstellen, und zwar ein Patient kommt in die Apotheke mit Atemnot und sagt, dass er ein Asthmatiker ist und er braucht jetzt ein Asthmamittel, also ein Asthmaspray. Dann darf ich jetzt als Apotheker, jetzt weil es so ein Notfall ist, jetzt ein Asthmaspray geben, obwohl ich jetzt nicht die Diagnose stellen könnte, ob das wirklich so ein Atemnot durch Asthma oder ob es ein Herzinfarkt ist oder Angina pectoris oder was anderes. Du klärst das ab. Wenn er schon mal Asthma gehabt hat und sich damit auskennt, dann gibst du ein Salbutamol-Spray sofort ab. Das ist dann für dich eine Wiederholung sozusagen. Dann bist du berechtigt, ein Salbutamol-Spray ohne Probleme abzugeben. Du rechnest das nur entsprechend ab, er muss das bezahlen. Wenn aber du jetzt das Gefühl hast, es ist ein Asthma und der Patient steht vor dir und er hat das bisher noch nie, aber du das Gefühl hast, jetzt ein Asthmaspray würde helfen, kannst du das abgeben und das als Notfallabgabe dokumentieren? Ja. Kannst du auch. Wenn du aber unsicher bist, und das ist dann so ein Red Flag wieder, wenn du sagst, oh, es könnte aber auch ein Herzinfarkt sein, du klärst ja alles ab, dann schickst du ihn in den Notfall. Ja. Gut, wir können dann halt zu der nächsten Folie springen. Ist der Arzt Apotheker dem Arzt gleichgestellt? Ja und nein. Also es gibt bei den Red Flags, da schickst du den Apotheker zum Arzt, weil du einfach diese Abklärungen brauchst. Du brauchst einfach diese Diagnostik, die dir nicht zur Verfügung steht. Aber der Arzt kann niemals dich, wenn du jetzt in seiner Abwesenheit, er war nicht da und der Patient hat ein Morphin gebraucht und du hast ein Morphin ohne Rezept abgegeben. Und ich darf sogar Betäubungsmittel abgeben. Ja. Okay. Du darfst sogar Betäubungsmittel ohne Rezept abgeben. Du musst lediglich innerhalb von einer Woche das dem Kantonsapotheker melden, dass du es abgegeben hast. Kantonsapotheke ist das, was bei euch die zentrale Bundesopiumstelle dann ist. Ne? So genau, ungefähr. Das ist die ist vom BfArM, glaube ich, zentrale Opiumstelle vom BfArM. Genau, und das ist in dem Fall hier, wird das vom Kantonsapotheke geleitet. Wenn du ein Betäubungsmittel ohne Rezept abgegeben hast, musst du es innerhalb von einer Woche dem Kantonsapotheker melden. Aber meistens ist es so, dass die Apotheker einfach im Laufe der Woche sich lieber ein Rezept vom Arzt nachholen. Und es ist auch kein Problem, zum Beispiel, wenn du die Woche davor das Medikament abgegeben hast und das Rezept ist mit der Woche drauf datiert. Das ist kein Problem. Vorbezüge sind erlaubt. Es ist gesetzlich geregelt, dass du den Patienten beliefern musst und in Notfallsituationen als Arzt agieren musst. Ja. Gut. Das sind die Red Flags, von denen ich gesprochen habe. Die Red Flags bedeutet für dich, dass du den Patienten weiter zum Arzt schickst und im Rahmen dieser Weiterbildung zum Fachapotheker wird wirklich dein Augenmerk sehr darauf geschärft, dass du diese Red Flags erkennst. Okay, und dann verantwortungsmäßig, wenn ich jetzt, ich habe jetzt ein Arzneimittel abgegeben, weil ich das abgeben darf. Und ich habe die Diagnose erstellt oder ich war der Meinung, dass der Patient wirklich dieses Arzneimittel braucht. Und es ist auch ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel. Und es ist halt im Endeffekt so ein Fehler aufgetreten. Ich übertrage die Verantwortung, werde jetzt dafür, weiß nicht, gerüffelt oder halt, sage ich mal jetzt, ich trete halt wirklich vor Gericht halt. Deswegen, wenn ich jetzt eine falsche, schwerwiegende Entscheidung getroffen habe oder wie sieht es aus in der Schweiz? Du hast ein Protokoll auszufüllen. Du kannst ein Antibiotikum abgeben, du kannst Cortisontropfen abgeben, Augentropfen mit Cortison, alles, wenn du jetzt das Gefühl hast, dass eben eine Infektion vorliegt. Du kannst das alles machen, aber wenn du das abgibst, gibt es von PharmaSwiss, unsere Oberherrschaft, Protokolle.
Und diese müssen ausgefüllt werden. Und auf diesen Protokollen steht erstmal die kompletten Daten des Patienten, ne, mit Telefonnummer, mit allem. Dann steht da Name des Medikamentes, Dosierung, Anwendung. Die notierst du als Klebezettel auf das Medikament selber. Und dann gehst du die ganzen Fragen, die nennen sich Linda-Fragen in der Schweiz, du gehst wirklich alles durch. Wurde dieses Medikament durch den Arzt schon verordnet? Haben Sie Allergien? Nehmen Sie andere Medikamente? Haben Sie Grunderkrankungen? Und. Du gehst alle diese Fragen durch, wie so Multiple Choice, stellst überall Kreuze und dann unten erscheint jetzt die Abgabe sinnvoll für den Apotheker. Und wenn du dann auf Ja geklickt hast, dann kannst du das Medikament abgeben, aber durch diese und der Patient unterschreibt diesen Zettel, dass er kann sich auch anlügen, er kann oder er hat dir gesagt, er hat keine Allergien und er hat eine Penicillinallergie. Ja. Ne? Er unterschreibt, dass alle Angaben von ihm richtig sind und dann bist du aus dem Schneider. Ja. Du hast ja alles Gesetzliche gemacht. Ja. Und du hast das Recht, das zu machen. Ja. So, sind große Unterschiede zwischen Arzneimitteln in Deutschland und in der Schweiz. Wie war das denn bei dir? Gab es so einen Kulturschock, sage ich mal, jetzt auf dem Medikamentenmarkt oder? Du, es ging, sag ich mal so. Was mich am Anfang sehr, sehr irritiert hat, ist die Homöopathie und Alternativmedizin. Du Ja. hast vom Boden bis zur Decke volle Schränke mit Homöopathie. Und Dr. Schüssler und also hier Similasan habe ich abgebildet. Alles. Du kannst dir das nicht vorstellen. Das ist wirklich wie so eine Wand aus Homöopathie. Und die Schweizer, also du hast einen 90-jährigen Opa vor dir, der wirklich für 400 Franken sich den Sack voll Homöopathie bei dir kauft. Und du sagst, ja, kennen Sie sich damit aus? Haben Sie andere, nehmen Sie noch andere Medikamente etc. Und er sagt, nein, ich habe doch keine Erkrankungen, ich nehme doch kein anderes Medikament. Und er ist 90 und topfit steht er vor dir. Und ich frage mich, ob das daran liegt. Also du siehst hier, ich habe hier Similasan abgebildet. Da gibt es alles für jedes und alles homöopathische Lösung. Und du hast hier Burgerstein, das ist sowas wie orthomolekulare Geschichte. Und die beiden, das sind wirklich so deren Renner. Wenn wir Burgerstein-Aktionen, 20%-Aktionen in der Apotheke haben, die kommt einmal pro halbes Jahr, die Schlangen stehen bis zur Tür. Ne? Okay. Und also die nehmen sehr viele Alternativprodukte ein. Du siehst, ich habe extra Bisoprolol abgebildet, das heißt ein bisschen anders. Das heißt Bilol, Firma Santos gibt es auch in der Schweiz. Für die Schweiz brauchst du eine Extrazulassung. Du kannst nicht einfach europäische Arzneimittel auf den Schweizer Markt bringen. Sie müssen in der Schweiz extra zugelassen werden. Deswegen gibt es bei weitem nicht alle deutschen Arzneimittel in der Schweiz, aber bei Wunsch importieren wir sie. Ne? Ich importiere immer zum Beispiel Wokenzym und Flokenzym rein. Das Ja. mache ich gerne. Oder wenn bei uns Gynokanisten nicht lieferbar ist, importiere ich Kardifungin rein. Ne? Also du hast einen Importeur, der an dich angebunden ist und du importierst. Und sonst von Wirkstoffen hat sich die Welt nicht verändert. Aber du siehst zum Beispiel Vicmedinide heißt bei uns Vix und achte mal auf die Schreibweise, das wird mit V geschrieben, Vix, wenn du das in den Ja. Computer eingibst. Ne? Dann mit Facto. Ich habe extra die Facto-Salbe aufgemalt. Ich habe dann einen Patienten gehabt und habe eigentlich wollte ihm eine Hämorrhoid-Salbe mit Hamamelis-Extrakt abgeben und habe gesagt, ja, wir nehmen jetzt einfach Facto. Und die Pharmaassistentin, die neben mir stand, sagte, Ina, aber Facto ist doch rezeptpflichtig. Und schau dir die Facto, die in der Schweiz ist. Das ist ein rezeptpflichtiges Produkt tatsächlich. Und diese grüne Facto aus Deutschland gibt es gar nicht in der Schweiz. Ne? Also da musst du schon auf, aber Hametum gibt es, ne? Auf die kannst du zurückgreifen. Dann gibt es Okay. natürlich so eigene Schweizer Produkte. Du siehst die ganze Perskindol-Serie. Das ist so etwas wie Ziegerbalm und Pferdebalsam gemischt. In allen Formen, in allen Ausführungen, vom Roll-on bis zum Baden, bis zum Pflastern, so durchblutungsfördernde Geschichten gegen alles. Und das ist so das Lieblingsprodukt der Schweizer schlechthin. Ne? Das läuft bei dir immer wie eine Ja. Eins. Und das empfiehlst du auch später, weil du selber das gut findest. Du hast ja ganz viele Schulungen auch im Hause. Und wo die Vertreter das sehr schön vorstellen, wo du das ausprobierst, das ist wirklich gut. Ja.
Ja, Karriere als Apotheker in der öffentlichen Apotheke. Du bist es einfach gewohnt, dass du als Apotheker nur selbstständig die machen kannst und eine Apotheke kaufen kannst. Deswegen hast du mich im Vorfeld gefragt. In der Schweiz ist das nicht so. In der Schweiz haben alle ihre privaten Interessen noch dadurch, dass du bei 100% die 100% schon durch 4 Arbeitstage ausfüllst, hast du ja noch 3 Arbeitstage oder 3 Tage, wo du deinen privaten Interessen nachgehen kannst. Deswegen haben sehr viele noch privat irgendwas am Laufen, sage ich dir ehrlich. Du musst es Ja. zwar dem Arbeitgeber mitteilen, aber sonst auch nicht. Also ob es jetzt die Musik ist, die sie machen und oder sonst wie was dazu verdienen. Es haben sehr viele was am Laufen, einfach so just for fun. Es ist einfach so grundsätzlich in der Schweiz. Bei meinem Mann auf der Arbeit, der eine führt noch irgendwie eine kleine Pension, ein Hotel durch, der andere hat irgendwie noch, ist in irgendwie einem privaten Ingenieurbüro noch tätig und, und. Das ist einfach üblich. Aber bei Galenica ist eine Riesengeschichte. Zu ihr gehören natürlich diese 3 Apotheken mit über 500 Apotheken schweizweit. Du siehst das da ganz klein, Amavita, San Stoccolf, Vitality. Aber es ist nur ein ganz kleiner Bereich. Zu ihr gehören alles. Zu ihr gehören Riesenarzneimittelhersteller wie Verfora. Verfora ist riesiger Arzneimittelhersteller. Antibrum kennst du vielleicht, das ist von denen zum Beispiel, ne? Ja. Aber in der Schweiz produzieren sie, hätte ich so das Gefühl, den halben Markt und das gehört alles zu Galenica. Du hast ganz viele Informatikrichtlinien, Richtungen. Du hast wirklich vieles, was in die Pflege oder in die Versorgung, Maschinenherstellung, was die alles machen. Und wenn du deinem Regionalleiter sagst, so, also jetzt war ich in der Apotheke, jetzt möchte ich entweder in die Pflege, also in die Richtung Pflege oder in die IT oder Logistik, sie finden für dich überall andere Wege und Richtungen, wo du dich noch etablieren kannst. Du brauchst nicht auf der Stelle zu treten. Und wir haben noch so ein Talentmanagementprogramm. Dort werden begabte Apotheker oder Mitarbeiter einfach gemeldet, wo wir das Gefühl haben, dass die was können. Und die werden ausgebildet für nach oben, also quasi für Leitung der Geschäftszweige, für andere irgendwie Einheiten. Sie übernehmen die Geschäftsführung von, du kannst als Pharmaassistentin die Geschäftsführung einer Apotheke, großen Apotheke in Zürich übernehmen. Das gibt's alles. Also du Ja. hast wirklich Flügel, die dir wachsen. Das ist natürlich interessant, ja, dass Karriere da vom Apotheker halt in der öffentlichen Apotheke in so viele Richtungen noch gehen zu können. Absolut. Dadurch, man hat gar keine Ahnung, wie viel. Es ist wirklich so, dass ich im Moment so viel mache für Galenica, dass mir mein Regionalleiter schon sagt, Ina, ein bisschen weniger, lass uns überlegen, wo du wirklich reduzieren kannst. Ja. So, Umgang mit Chef und Kollegen. Du, Wie sieht es aus? Wie nett sie die Kollegen, sind die nur Kollegen? Wie nett ist der Chef? Duzen, Siezen ist auch am Start oder wie sieht es aus? wir haben absolute Du-Politik im Unternehmen. Okay. Absolute Du-Politik, auch der CO und CCO, die werden alle geduzt, wenn sie bei mir zu Besuch sind. Und als ich meine Prüfung bestanden habe, habe ich eine Champagnerflasche von Virgin Pasch bekommen. Das ist die Geschäftsführung von, damals war sie die Geschäftsführung von Ganzkopf Vitality. Jetzt ist sie vom Galenica 2 die Geschäftsführung. Und sie hat mir eine ganz süße Karte geschrieben per Hand. Und da stand, Ina, ich war immer schon ein Fan von dir. Weißt du, das sind einfach solche Sachen und das kriegst du, diese Rückmeldung kriegst du vom CEO, ne? Und mit Marc Werner, das ist unser CTO vom ganzen Galenica-Betrieb, mit dem schreiben wir bei LinkedIn andauernd einander. Also es ist unglaublich, aber du hast natürlich, in Deutschland hast du es nicht so, du hast in der Schweiz so ein Level-Denken, so ein Kastendenken. Also du bist ein Apotheker und du hast unheimliches Ansehen in der Bevölkerung. Kein Das Arzt würde mit genau, einer. das war die nächste Frage. Du hast jetzt auch gespürt, sag ich mal, oder erlebt auch in Deutschland, wie der Apotheker so angesehen ist. Der Apotheker in Deutschland ist auch gut angesehen, aber Ja, wie ist ich es habe auch schon in der, ge ja? weißt, ich hab gedacht, das, was ich in Deutschland erlebt habe, wäre schon nicht wenig. Weißt du, mir standen viele Türen offen, weil ich Apothekerin war. Aber in der Schweiz habe ich das noch mal ganz anders erlebt, wie es sein kann. Ne? Unser Freund sagt immer zu meinem Mann, lass die Apothekerin reden, sie kommt immer bei den Leuten gut an. Es ist wirklich so, du hast auf einmal ganz andere Augenhöhe und wir als deutsche Apotheker,
Wir pflegen Umgang auch mit Pharmaassistentinnen und das ist ganz ungewohnt hier, weil normalerweise die Schweizer Apotheker halten sich für was Besseres, genauso wie die Schweizer Ärzte und die würden nicht mit der Kaste unter sich sozusagen sich abgeben, ne? Und wir schon, wir sind einfacher und dadurch mag man uns auch sehr gerne in der Apotheke. Die Pharmaassistentinnen sind eh gewöhnt, dass die Apotheker eingekauft werden und deswegen mögen die uns auch ganz gerne, weil wir wirklich mit denen auf einer Augenhöhe sind. Okay. Und das ist die Opinion-Umfrage, die Galenica durchgeführt hat, was euch besonders an Galenica gefällt. Und die Top 3, was besonders gefällt, waren der Arbeitsinhalt, die Teams und die direkten Vorgesetzten. Ja. Ja. Und schau mal, ich habe extra die Fehler nicht korrigiert. Du siehst, Deutsch ist in der Schweiz, also die können Deutsch nicht so gut. Also die haben Grammatikschwierigkeiten. Deutsch ist so der schwerste Fach für die Schweizer. Die sprechen zwar, die meisten sprechen Schweizerdeutsch und die sprechen natürlich alle Deutsch und lernen es in der Schule, aber so mit der Grammatik, du siehst, ich habe es original rauskopiert. Ne? Ja. Ne, ich habe es extra gemacht. Also dein Deutsch, ich passe zum Beispiel mich sehr schnell immer an und mein Deutsch wurde auch sehr schweizerisch, ne? Und wird Ja. immer schlimmer, sage ich dir ehrlich. Und ich habe Angst, dass mein Sohn irgendwann sein Deutsch ganz verliert. Aber verstehen tust du schon alles jetzt von der Ja, Schweiz, oder? absolut. Okay. Natürlich. Es gibt, wenn du in die Schweiz kommst, gibt es so ein paar Grundregeln, die man beherrschen muss Ja. im Schweizerdeutschen. Und wenn man die erstmal kapiert hat und so ein paar Vokabeln noch dazu gelernt hat, die es so in Deutsch nicht gibt, dann kannst du es. Ja. Aber es ist nicht Gut. viel, wirklich nicht viel. Es ist wirklich so, dass ich auch mein erster Tag war 27. Dezember ohne Arbeitsvertrag, ohne Zulassung in der Schweiz. Ich war offiziell ab dem 1. Januar in der Schweiz. Erster Arbeitstag 27. Dezember ohne Programmkenntnisse, ohne Schweizerdeutschkenntnisse, ohne alles. Und es war kein Problem. Ja, Umgang mit Kunden. Also jetzt hast du auch schon am Anfang erwähnt, dass die Kunden halt freundlich und nett sind. Du, Ich wollte dieses Foto, mal. was du da siehst, ich habe es wirklich extra reingenommen. Es ist nicht gestellt, sage ich dir ehrlich, ne? Weil Ja. du erlebst das tagtäglich, wirklich. Und wenn der Kunde mal nicht nett ist, dann ist er wahrscheinlich ein Deutscher. Glaub mir, das wird man erleben. Ne? Und es kann sogar passieren, wenn er rausgeht, dass deine Pharmaassistentin dir leise sagt, geh doch da auf dein Deutschland zurück. Aber sonst ist das wirklich so, dass die Kunden sehr nett sind. Es ist die Ich Schweiz, du wollte bist mal auch so fragen, nett. sind die Kunden, die halt, also in Deutschland findest du auch sehr viele Kunden, die jetzt jegliche Beratungsfrage mit Nein beantworten. Sind die Schweizer, sind die Kunden, die halt dich wirklich beratungsmäßig halt beanspruchen würden? Oder ist es ja eher so, dass sie halt wirklich jetzt die Beratung in der Apotheke nicht so schätzen und sagen, okay, ich habe jetzt ein Rezept, ich weiß, wie es geht, ich brauche jetzt keine zusätzliche Beratung dazu. Es ist ganz unterschiedlich. Es gibt Kunden, die natürlich sehr in Eile sind manchmal und das sagen sie dir ja ganz ehrlich. Ne? Die sagen, Entschuldigung, ich bin ganz in Eile, bitte. Der Arzt hat mit mir alles schon besprochen. Ne? Trotzdem nimmst du dir die Zeit, kein Medikament geht ohne Etikett raus. Ne? Aber es ist ganz unterschiedlich und es gibt viele, die wirklich reinkommen und diese Beratung sehr schätzen. Aber klar hast Ja. du auch solche Kunden, die nur so eine Packung Aven aus dem Regal nehmen und sie nur bezahlen möchten. Ne? Hast du auch solche. Ne? Aber trotzdem sind sie alle sehr nett. Also man kann es Okay. nicht anders sagen. Ja. Ne? Also es wäre sehr seltsam, wenn du jetzt vielleicht jetzt am Bahnhof, wenn jemand sehr sich beeilt oder am Flughafen. Ne? Aber nein. Gut, jetzt kommen wir zu zu einem sehr interessanten Thema und zwar, was sind die Voraussetzungen, um als deutsch approbierter Apotheker in der Schweiz zu arbeiten? Weiß Also ich. es ist die MEBECO, ich sehe gerade, ich habe dieses Wort vergessen zu erwähnen, es ist die MEBECO, die tatsächlich die Anerkennung gibt. Und das ist die Institution in der Schweiz, die dafür zuständig ist. Die Anerkennung kostet etwas, ich weiß nicht, vielleicht haben sie die Preise geändert, aber etwa bei 1000 Franken ungefähr, zu meiner Zeit waren es noch 850, aber ich glaube, so mit 1000 Franken sollte man ungefähr rechnen.
Die Voraussetzungen sind einmal eine europäische Staatsangehörigkeit von dir oder deinem Ehepartner, deiner Ja. Ehepartnerin. Dann muss das Diplom, wie du schon gesagt hast, entweder aus der EU stammen oder den EU-Richtlinien entsprechen, also sprich deutsche Anerkennung vorhanden sein. Ich habe auch in Klammern extra genommen, du hast selber da ja recherchiert und hast mir aufgezeigt, dass die indirekte Anerkennung der Diplome der Medizinalberufe eben da auch Genau, anerkannt ist. das war direkt der zweite Link auf der Seite, halt indirekter. Das war, es gibt Ja. eine direkte Anerkennung von Deutschen, halt, die jetzt in Deutschland studiert und abgeschlossen haben, und indirekte von Leuten, die jetzt ihre Approbation in Deutschland anerkennen lassen haben. Und die brauchen halt, für die indirekte Anerkennung braucht man 3 Jahre klinische Erfahrung. Also man braucht wirklich nach dieser Approbation 3 Jahre in der öffentlichen Apotheke Arbeit zu haben, um die Voraussetzungen wirklich zu erfüllen. Genau, und dann, das war's eigentlich schon für die Anerkennung selber. Und dann musst du noch die Sprache anerkennen lassen. Du hast die Möglichkeit, dich in 3 Sprachen anerkennen zu lassen, denn die 3 Sprachen werden offiziell in der Schweiz gesprochen. Das ist Deutsch, Französisch oder Italienisch. Du musst dich aber für eine entscheiden. Du kannst nicht sagen, ich will die Approbation in italienischer Sprache jetzt anerkannt bekommen und in der deutschen. Du musst dich für eine entscheiden. Weil es gibt tatsächlich viele, die eben beide Sprachen beherrschen, aber oder 3 Sprachen beherrschen auch, aber du musst dich entscheiden in dem Fall. Und wenn man jetzt die Sprachenanerkennung, also wenn man eh, also ich musste jetzt, es reicht nicht, wenn, also es reicht jetzt nicht das, was oben erwähnt ist, ich musste tatsächlich aus der Apothekenkammer einen Brief beilegen, dass ich 3 Jahre, wie du schon sagtest, in einer deutschen Apotheke gearbeitet habe. Dann ist die Sprachenanerkennung automatisch. Oder es war, ich kann mich nicht mehr erinnern. Und ich glaube, dass ich auch in Braunschweig studiert habe, irgendwie sowas. Wenn man jetzt die Sprache nicht beherrscht, brauchen Sie Zertifikat Stufe B. Ja. Aber es ist jetzt, also es Also ist unkompliziert. Man kann an solche Unterlagen kommen, das ist nicht schwierig. eine Frage zu zu der Sprache im Alltag sozusagen, wenn ich jetzt auf der deutschen Seite bin sozusagen, so Basel, Zürich, weiß nicht, Bern vielleicht noch, aber also ich kenne mich jetzt halt mit der schweizerischen Karte nicht so gut aus. Brauche ich noch zusätzliche Sprachen dazu? Muss ich jetzt wirklich jetzt bereit sein, wenn jetzt ein Schweizer aus der italienischen Seite halt kommt und mich jetzt um eine Beratung bittet, halt in der Apotheke, dass ich halt mit ihm auf Italienisch sprechen muss? Oder wie sieht es aus? Also in der Schweiz musst du grundsätzlich gar nichts. Ne? Es geht ja immer irgendwie was. Okay. Du hast ein Namensschild Ja. und da schauen die Schweizer immer als erstes auf. Die sind ja so ein Kastendenken gewöhnt. Ne? Die wollen, wenn Ja. du schon als Apotheker vorne stehst und da Apotheker draufsteht, dann ist es schon mal ganz andere Welt, auch ganz anderer Blick, glaub mir mal. Und dann hast du da kleine Flaggen abgebildet. Die Flaggen zeigen auch, welche Sprachen du sprichst. Ne? Dann steht da Okay. Deutsch, Englisch und weiß nicht, welche, vielleicht noch Syrisch oder Arabisch steht da nochmal drauf. Ne? Und dann schauen die schon mal drauf und sagen, oh, Italienisch können sie nicht. Dann sagst du, nein, leider nicht. Dann wird die Kommunikation entweder doch auf Deutsch weitergeführt oder auf Englisch. Oder du schaust dich um und eine von deinen Pharmaassistentinnen kann ganz sicher Italienisch. Du hast in deinem Team oft Multikulti. Also du Ja. hast wirklich Schweizer Mädels da stehen, aber die Wurzeln reichen irgendwie. Also ich habe jetzt im Team ein Mädchen, die Eltern sind ursprünglich aus Portugal gekommen. Ich wusste gar nicht, dass ich so viele Portugiesen hier als Kunden habe, wie sie mit ihnen spricht. Dann ein Junge ist jetzt direkt nach dem Bund zu mir gekommen. Der hat Albanisch auf seinem Namensschild noch zusätzlich als Sprache. Alles in der Schweiz geboren, aber die Wurzeln der Eltern gehen in andere Sprachen. Und so geht es weiter. Ne? Du hast jemanden im Team. Und wenn nicht, haben sie ihre Handys dabei und können es übersetzen. Es geht immer irgendwas. Ja. Ist nie ein Problem. So, jetzt kommen wir zu der Fachapothekerausbildung. Du hast auch am Anfang erwähnt, dass es 2 Jahre dauert.
Doch Man auf muss dazu Mittelwerte ziehen. sagen, dieses Ja. Gesetz wurde 2018 erlassen und ist ab dem 1. Januar 2019 zum Tragen gekommen. Jeder Apotheker, der weniger als 2 Jahre Berufserfahrung in der Schweiz hat, muss eine Fachapothekerausbildung machen. In der Zeit, wo er sie macht, ist er unter der Verantwortung tätig. Nach der Ausbildung ist er eigenverantwortlich tätig und darf die Leitung einer Apotheke übernehmen. Dieses Gesetz hat genauso die Schweizer Apotheker, die frisch nach dem Studium gekommen sind, genauso getroffen wie uns aus dem Ausland. Da ich die Erste war, die bei Galenica diese Ausbildung gemacht hat, saß ich auch mit denen am Tisch, die dieses Gesetz verabschiedet haben und dann von PharmaSwiss auch so die Regeln dazu bestimmt haben. Und irgendwann, weißt du, so in einem Restaurant in Murten, so um 11 Uhr abends, habe ich sie gefragt, ist übrigens eine Deutsche gewesen, ich habe sie gefragt, dieses Gesetz wurde es wirklich nur dazu gemacht, um den Apothekerstand auf Ärzteniveau hochzubringen? Oder gab es noch einen anderen Hintergrund? Dann hat sie mich so angelächelt und hat mir gesagt, natürlich wollten wir die Schweizer Apotheker auch noch schützen. Sprich, davor konntest du aus Deutschland nur schwer in die Schweiz kommen als Apotheker, weil du sehr viel Konkurrenz hattest. Aus Italien und aus Spanien kamen sehr viele Apotheker rein und als deutscher Apotheker hatte man da nicht so, also man hatte auch nicht so viele Stellen dann, die man übernehmen konnte. Und als dieses Gesetz geschaffen wurde, haben natürlich die Leute nicht so die Lust, sich nochmal jetzt mitten im Leben noch so hinter die Bücher zu setzen, nochmal was zu tun. Und dann kommen sie nicht in die Schweiz. Und das war auch der Hintergedanke dieses Gesetzes. Nicht nur unsere Fähigkeiten anheben, sondern auch wirklich nur die Apotheker in der Schweiz willkommen heißen, die auch wirklich das wollen und nicht nur das große Geld sozusagen. Ja. Genau. Das hast du jetzt gerade erwähnt, glaube ich. Jetzt zweite Bildungsdauer 2 bis 5 Jahre, Pensum, oder wir haben jetzt noch nicht Genau, über also die Weiterbildung gesprochen. dauert 2 bis 5 Jahre. Du kannst sie in 2 Jahren abschließen, aber du kannst sagen, du, ich habe jetzt echt keine Lust, mich auf die Prüfungen vorzubereiten. Du hast bis zu 5 Jahre Zeit. Oder du bestehst die Prüfung nach 2 Jahren nicht. Dann hast du bis 5 Jahre Zeit, nochmal diese Prüfung nochmal und nochmal und nochmal zu probieren. Ne? Und die FPH und Galenica empfehlen derzeit nur 80% zu arbeiten, damit man noch ein bisschen Luft zum Lernen hat oder auch für die Kurse. Aber es ist euch überlassen. Ne? Ihr könnt entscheiden, ob ihr dann 100% arbeitet oder 80% arbeitet. Das ist jedem Einzelnen überlassen. Also ich habe solche und solche Apotheker unter Verantwortung haben wir jetzt gerade bei Galenica eingestellt, die beides. Ja. Durchaus. Weil 80% musst du verstehen, das sind nur 3 Tage, ne? In der Woche, die du arbeitest. Weiterbildung umfasst 100 Tage insgesamt und man muss 5000 FPH-Punkte machen. Aber das ist alles zu schaffen. Also das ist nach deren Meinung 100 Tage, ne? Also du machst Praxisarbeit, wo innerhalb von einer Stunde, wo du steht, dass du 2 Tage dafür brauchst. Und das, ja. Aber so Genau. ist es gedacht, ne? So, dann kommen wir zu dem interessantesten Thema Aspekt, glaube ich, jetzt in diesem Webinar, finanzielle Aspekte zu den Ich kann nur im Gehältern. Namen von Galenica sprechen. Ich habe dir schon Ja. gesagt, bei Galenica werden wir sehr gut bezahlt. Genau. Und das ist auch noch der Unterschied zu privaten Apotheken. Ich hatte mal eine Anfrage von einem Apotheker aus Italien. Wir standen in sehr engem Kontakt und er hat 4.000 pro Monat angeboten bekommen in einer privaten Apotheke und hat mich gefragt, kommt man damit in Bern über die Runden? Ich habe gesagt, vergiss es. Wie willst du mit 4.000 zurechtkommen? Ne? Aber und es ist oft so. Also ich habe Kollegen gehabt, die in Apotheken eingestellt wurden und weil sie aus dem Ausland kamen, bekamen sie nur die Hälfte des schweizerischen Gehalts. Ne? Das gab alles. Und in anderen Branchen ist das tatsächlich so. Ingenieure bekommen nur die Hälfte des Gehalts, was sonst die Schweizer Ingenieure bekommen. Bei uns, bei Galenica, können sie das nicht bringen. Das ist Gleichheit. Und alle Apotheker, auch die Schweizer Apotheker, bekommen das gleiche Gehalt wie wir, deutsche Apotheker. Und deswegen
sind die Löhne wirklich gut. Einstiegsgehalt bei Galenica ist 6.900 bis 7.400 Franken. Das kommt je nach Berufserfahrung und Arbeitsgegend. Weißt du, wenn du in der Stadt Zürich arbeitest, dann kriegst du natürlich mehr Geld, weil du einfach höhere Ausgaben da hast. Und wenn du aber jetzt irgendwo auf dem Land bist, gibt es weniger Geld. Wenn du, deine Berufserfahrung wird 1 zu 3 gerechnet aus dem Ausland und auch das spielt mit in dein Gehalt rein. Während der Weiterbildung gibt es leider keine Gehaltsanpassung, aber nach der erfolgten Weiterbildung kriegst du immer systematische Gehaltserhöhungen, ne? Das entscheidet dann dein Regionalleiter, aber die Gehaltserhöhungen gibt es wirklich jedes Jahr regelmäßig. Wenn du eine Geschäftsführung übernimmst, ist das nochmal eine Gehaltserhöhung, je nachdem wo, 20 bis 25% eventuell, ne? Die FPH-Weiterbildungskosten werden bei Galenica, wie wir besprochen haben, vollständig abgedeckt. Der Rahmen ist da vorgeschrieben, wie man vorgeht. Das ist alles ausgearbeitet, damit du bloß ohne Mühe und Not alles in deiner Zeit schaffst. Apotheker unter Aufsicht verdient genauso viel wie ein fertiger Apotheker. Deswegen ist es tatsächlich so, dass viele unter Aufsicht anfangen und dann später einfach als einfacher Apotheker in der gleichen Apotheke bleiben. Nicht alle haben Ambitionen, in die Geschäftsführung zu gehen. Wie viel würde jetzt ein Geschäftsführer verdienen? Kommt er jetzt bei 8.000 Franken im Monat raus? Kommt auch darauf an, wie groß deine Apotheke ist und wo du bist, aber du kannst plus 20% ungefähr rechnen. Und je Okay. nachdem, wenn das jetzt eine hochfrequentierte Apotheke ist, etc., vielleicht 25% Ja. zu dem Gehalt, ne? Quellensteuer. Du hast damals, wir hatten ja schon ein Vormeeting mit Sommer, du hast wegen der Abzüge gefragt, deswegen habe ich sie mit reingenommen. Quellensteuer, das ist die Steuer, die du bezahlst. Sie ist davon abhängig, in welchem Kanton du wohnst. Und zwar, es gibt Kantone, wo die Quellensteuer bei 6% liegt und es gibt Kantone, wo die Quellensteuer bei 11% liegt. Das kommt auf den Kanton an. Rechnen wir circa mit 10% Abzug. Wenn man es umrechnet auf Jahresgehalt, sind es 1,5 bis 2 Bruttogehälter als Jahressteuer. Wenn man das umrechnet, aber wird wie in Deutschland, die ersten 5 Jahre wird wie in Deutschland immer direkt von deinem Gehalt abgezogen, monatlich. Ja. Und du kannst nachträglich eine Quellensteuerrückerstattung beantragen beim Steueramt. Es ist nicht wie in Deutschland, dass du eventuell was draufzahlen musst. Das gibt es in der Schweiz nicht. Du hast ja schon bezahlt. Du hast wirklich das Oberste bezahlt. Du könntest nur was zurückbekommen. Wegen Fahrtkosten oder Mittagessen, das ist alles abzugsfähig in der Schweiz. Ja. Und die Größe der Kette macht einen Unterschied, habe ich dazu geschrieben. Aber in der nächsten Folie habe ich nochmal alle Ausgaben zusammengefasst. Wie hoch sind deine Ausgaben in der Schweiz vom Lohn? Ich habe extra wirklich meine Abrechnung genommen und euch das aufgeschrieben. Du hast einmal AHV-Abzug. AHV ist die gesetzliche Rentenversicherung und du bist verpflichtet, da rein einzuzahlen. Du hast eine Pensionskasse-Abzug. Pensionskasse ist eine private Rentenversicherung und du bist verpflichtet, da reinzuzahlen, genauso wie dein Arbeitgeber. Kurze Erklärung dazu, warum. Wenn du 5 Jahre in der Schweiz gelebt und gearbeitet hast, hast du einen Anspruch auf eine AHV-Rente. Die kannst du dir später im Rentenalter auszahlen lassen oder die kannst du komplett mitnehmen. Die AHV-Rente beträgt pro eine Person 2.500 Franken. Für zwei Personen als Ehepartner 3.700 im Moment. Das ist deine gesicherte Rente bereits nach 5 Jahren Arbeiten in der Schweiz. Stell dir das mal vor. Ja, Das ist unglaublich, oder? es ist schon unglaublich. Ja, und du könntest theoretisch sagen, so, es sind jetzt 5 Jahre sind jetzt vorbei. Die Schweiz, ich will jetzt nach Spanien auswandern. Und dann hast du trotzdem, wenn du mal in Rentenalter kommst, Anspruch auf diese Rente später. Ja, Schon Wahnsinn, ne? ja, ja. Die Deswegen, Kranken. und dann hast du noch zusätzlich die Pensionskasse, ne? Die Pensionskasse ist diese private Rente. Wenn wir jetzt von einem durchschnittlichen Apotheker ausgehen, der diese Rente bekommt, das wäre noch, wenn man jetzt bis zum Rentenalter weiterarbeitet und unter den Bedingungen und alles, dann wären wir noch insgesamt bei circa 19.000 Rente im Jahr zusätzlich.
Ja. Ja, das ist deine Rente dann in der Schweiz. Du bezahlst Arbeitslosenversicherung, Krankentaggeld und nicht Berufsunfallversicherung. Unfallversicherung gibt es auch, aber die bezahlt dein Arbeitgeber alleine. Also vom Lohn werden dir insgesamt noch circa 8% abgezogen zusätzlich. Und zusammen mit der Quellensteuer bist du eigentlich so bei 18%. Wenn du jetzt wirklich ganz hoch gehen wirst, kannst du sagen, pauschal 20%, aber 18% ist so der Abzug vom Lohn. Privat hast du noch folgende Ausgaben. Du hast einmal die Krankenversicherung, die beträgt 250 bis 300 Franken. Du hast deine Miete, je nachdem, wie feudal du leben möchtest. Ne? Wenn du jetzt sagst, Einzimmerwohnung reicht mir aus, 1000 Franken oder in einer WG unter 1000 Franken. Oder du sagst, nein, also ich komme mit meiner Familie, ich möchte eine ordentliche Vierzimmerwohnung, dann kannst du schon bis 2000 Franken gehen. Ne? Du wohnst ja nicht unbedingt in der Zürich City. Weißt du, in Zürich City bezahlst du auch locker 4.000, 5.000. Ne? Aber du wohnst ja immer so im Außenbereich oder du wohnst so ein bisschen immer, ja, du schaust ja aufs Geld. Ne? Genau, Du Ina, bist ja nur nicht der kurze Banker. Frage: Arbeitslosenversicherung, Krankentaggeld und nicht Berufsunfallversicherung, sind die jetzt mit drin noch, also inklusive mit den 18 oder 20% Ja, Abzüge? das ist alle diese, alles, was ich da aufgelistet habe, sind insgesamt 8%. Weil ich habe hier zusammengerechnet, jetzt von den 7.500 Euro, die man jetzt so als Apotheker noch kriegen könnte, Abzüge dann halt 20% oder 18%, minus Krankenversicherung 300, Miete 2.000 im schlimmsten Fall, Essen, Trinken 400 und dann öffentliche Verkehrsmittel 100. Da bin ich noch bei 3.350 Euro als Franken. Sparrate halt wirklich jetzt gelandet in der Schweiz. Ja, Das ist bist schon eine du. große Summe. Ist schon eine große Summe, Das ja. ist schon eine große Aber Summe. weißt du, es ist auch so, du hast dieses Geld und du lebst ja auch hier. Du gibst es, du gehst in den Ausgang, das heißt ausgehen hier. Ja. Du gehst in den Ausgang, du machst Party. Ein Cocktail kostet 15 Franken, ne? Wenn du zwei getrunken hast, bist du 30 Franken los. So, weißt du, du Also, wirst auch bis ich leben die wollen. 3.300 Euro noch ausgeben muss, muss ich sehr Ja. viel Party machen Ja, wahrscheinlich. und du machst dann auch andere Reisen. Du musst dann nicht mehr so aufs Geld schauen. Du musst jetzt nicht mehr auf dem Campingplatz reisen. Ja, das stimmt schon. Es ist einfach so, du hast einfach Freiheiten auch in diesem Bereich dann, einfach diese finanziellen Freiheiten mehr. Ja. So, das war noch meine Antwort drauf. Ja, ungefähr halt 3.000 Euro als Sparrate sozusagen, wenn ich jetzt natürlich jetzt nicht großartig oder großzügig lebe halt sozusagen und sehr viel draußen esse und trinke und natürlich, also man kann natürlich halt so viel Geld ausgeben, man möchte halt im Endeffekt. Aber jetzt mit einem ganz normalen Leben spart man ungefähr 3.000 Euro oder Also 3.000. meine Freundin hat mit ihrem Mann 5 Jahre, die hatten wirklich gar kein Geld am Anfang und als sie in die Schweiz gekommen sind und die haben 5 Jahre gespart und sich danach ein Haus kaufen können. Okay. Also natürlich mit Finanzierung und allem. Aber es war Aber du möglich musst jetzt dran. 20% anzahlen und die Ja. haben sie wirklich locker zurücklegen können. Ja. So. Das sind die Es kleinen ist Bonbons, die du reingepackt hast, wahrscheinlich. Die haben ein mich auch Bonbon, hier. was ich reingepackt habe und ich ärgere mich schwarz. Es ist letzte Woche entschieden worden und ich ärgere mich schwarz. Galenica übernimmt die effektiven Umzugskosten in Höhe bis zu maximal 5.000 Franken. Also, zu meiner Zeit war das nicht. Ich möchte die 5.000, um endlich alles, was ich eingelagert habe, endlich wieder in die Schweiz zu bringen. Aber zu meiner Zeit war das überhaupt nicht. Es hat sich keiner an Umzugskosten beteiligt, weder bei meinem Mann im Unternehmen noch bei mir. Es ist letzte Woche beschlossen worden. Weil wir so dringend euch als Apotheker brauchen, bezahlen wir 5.000 Franken effektive Umzugskosten. Und ich kann euch sagen, ich habe mich erkundigt damals. Ich wollte mein Fahrrad, ein Sofa und noch irgendwas und noch irgendwie 20 Kisten bringen. Und ein Spediteur hat mir einen Preis von 1.600 Franken ausgerechnet. Und das war einfach 1.600 Euro ausgerechnet. Es war zu viel für mich zu dem Zeitpunkt. Und Ja. jetzt sehe ich, Galenica bezahlt 5.000 Franken. Okay, super.
Genau, 13. Jahresgehalt, das ist genauso wie in Deutschland in den meisten Ja. Apotheken, dass man jetzt ein 13. Jahresgehalt noch Ja, bekommt. aber nicht, es ist Bestandteile des Vertrages, es ist kein Weihnachtsgeld, es ist 13. Jahresgehalt fest untermauert. Genau, noch eine spezielle Frage dazu. Es ist in Deutschland, weiß nicht, die Kollegen können mich auch gleich korrigieren. Es ist halt eine Sonderzahlung, wird zu 50% versteuert. Wie sieht es aus mit dem 13. Jahresgehalt? Du Genauso hast wie normales Gehalt. genauso wie ein normales Gehalt, okay. Dann Genau halt so. mit diesen 20% halt dann Ja, abzügen halt ab. genauso, Genau. genauso, nicht anders. Ja. Dann soziale Aspekte. Lass noch kurz nach oben, da gab es noch eine Leistungsbeteiligung des Unternehmens, die Ja. ist nicht wenig. Leistungsbeteiligung des Unternehmens wird immer im April ausbezahlt. Durch Corona hatten wir enorme Zahlen dieses Jahr. Meine Mitarbeiter, Geschäftsführer kriegen sie nicht, sie kriegen andere Zuschläge. Meine Mitarbeiter haben in diesem Jahr 1000 Franken bekommen als Leistungsbeteiligung am Unternehmen. Ja. Das ist wirklich Das viel, ist ne? sozusagen der Bonus, sage ich mal, so ein Förderungsgeld. Das ist, wenn unser Unternehmen viel erwirtschaftet hat. Schaut es, wie viel bekommt jeder Mitarbeiter davon. Genau, da schütten die halt ein paar an Beteiligungen, an Teile an Gewinn Ja, halt die ja, Mitarbeiter aus. ja. Früher gab es noch so einen Bonus, Leistungsbonus. Der wurde jetzt ins Gehalt mit umgerechnet mit 2% mehr Gehalt für alle. Und dadurch wurde er einfach ins Gehalt mehr mit reingepackt. Deswegen gibt es ihn nicht mehr. Aber neu ab Oktober ist auch noch, im Oktober wird es zum ersten Mal ausbezahlt. Das ist eine einmalige Zahlung. Die beträgt je nach Alter 120 bis 195 Franken. Das ist ein Mobilitätsbetrag. Und zwar, es ist genau der Preis von dem Halbtagsabo. Das ist Ja. sowas wie BahnCard 50. Genau. Kannst du nochmal erwähnen, wie viel ist die Leistungsbeteiligung oder ist es jetzt Nein, Jahres? die ist nicht prozentuell die Leistungsbeteiligung. Die Leistungsbeteiligung ist des Unternehmens, das entscheidet das Unternehmen anhand der Zahlen, Ja. die er im Jahr erwirtschaftet. In diesem Jahr war sie 1000 Franken, so hoch war sie noch nie. Ja. Für jeden Mitarbeiter. Alles klar. So, dann kommen wir zu den sozialen Aspekten, zu der Integration der Ausländer in der Schweiz. Natürlich haben alle unsere eigene Erfahrung in Deutschland gemacht, du auch wahrscheinlich, Ina. Wie würdest du das vergleichen mit der Schweiz? Sind die offener, sind die eher zurückhaltender? Die Schweizer haben die ganze Welt bereist, musst du wissen. Sie Okay. haben dazu das Geld und die Möglichkeiten. Sie nehmen jeden Urlaub und die reisen viel. Und dadurch sind sie sehr offen. Und Ja. ihr werdet hier die Deutschen sein. Ne? Ihr werdet Okay. hier natürlich Ausländer sein, klar, aber wir sind die Deutschen, musst du bedenken. Alleine aufgrund unserer Sprache, weil wir so ein gut grammatikalisch gutes Deutsch sprechen, wird man uns als die Deutschen abstempeln. Okay. Okay. Ne? Wie wird das empfangen eigentlich von den Schweizern, wenn man versucht, wirklich Schweizerdeutsch zu sprechen? Wird das jetzt als Kompliment angenommen oder eher, ja, wenn du es nicht kannst, dann machst du es bitte nicht? Ja. Also es ist so, die Aussprache ist wirklich unheimlich schwer, muss ich dir Ja. sagen. Ne? Also zum Beispiel, die Küchenschränke heißen Kochrachschle. Ne? Okay, dann Jetzt, und weißt du, ich bin ja. absolut unmusikalisch zum Beispiel. Und wenn ich dann, ich könnte schon jetzt Schweizerdeutsch reden, denke ich zum Teil. Aber wenn ich das so falsch ausspreche, ne, dann schmunzeln meine Mitarbeiter und dann denke ich, ich lasse das lieber beim Deutschen und lasse die Schweizerdeutsch reden. Ja. Aber wenn du musikalisch bist, klar, du kommst sehr in die Sprache rein. Ja. Genau, Schweizer sind gewohnt, dass die akademischen Fachkräfte eingekauft werden und erweist viel Respekt. Genau, das hast du auch gerade ganz am Anfang auch erwähnt, dass der Apotheker jetzt so oder so halt wirklich gut angesehen werden. Weißt du, was man nicht mag in der Schweiz, ist diese deutsche Art, dieses. So, wir kommen Ja. aus Deutschland. Wir wissen alles besser und ihr macht es falsch.
Ja. Die machen es nicht falsch, die machen es vorsichtig. Die möchten niemandem auf die Füße treten, ne? Und wenn jemand etwas nicht einhält, ein Termin, zum Beispiel bei uns ist irgendwie ein Antibiotikum zweimal nicht gekommen. Der Kunde war schon zweimal da und müsste jetzt ein drittes Mal kommen. Und ganz ehrlich, es war nicht seine Schuld, das war unsere Schuld, ne? Weil da jemand geschlafen hat. Und dann steht er vorne und du entschuldigst dich und sagst, ja, tut mir leid und so. Aber das ist doch kein Problem. Sollen wir es Ihnen schicken? Aber nein, doch, ich komme doch nochmal. Es ist doch kein Problem. Ne? Und wenn du Okay. dann mit deiner deutschen Art kommst und bei dir zum Beispiel etwas nicht geliefert ist, ne, und du sagst, also hier, ne, hören Sie mal, ne, so geht das nicht. Es ist genauso, weißt du, als mein Sohn zur Schule ging und auf Schweizerdeutsch ist alles sehr niedlich, alles verniedlicht. Ne? Es heißt Ja. Büchli, Säckli, Tischli. Und es heißt Miss Papi und Miss Mami. Ne? Und als mein Sohn dann in die Schule kam und er dann sagte, meine Mutter und mein Vater, haben die echt gedacht, wir schlagen ihn. Gut. Also, kann man gut Bekanntschaften und Freundschaften knüpfen? Ina, kannst du ja auch deine eigenen Erfahrungsberichte hier dringend rüberbringen? Du kennst mich ja auch schon mittlerweile ein bisschen und von meinem YouTube-Kanal und alles, wenn du offen bist. Also ich Ja. hatte in Deutschland so viele Freunde und so viele Bekannte, das war mir zu viel. Ich musste mich wirklich immer auseinanderreißen, wenn es um Wochenendplanung ging. Ne? Und ich habe Ja. gesagt, in der Schweiz will ich es ein bisschen langsamer angehen lassen. Glaub mir, jetzt ist es genauso. Jetzt Also es ist, genauso. ja, wenn du offen bist, ne, dann, also die Schweizer kommen auf dich so. Ne? Und wenn du Ja. wirklich offen zu denen bist, dann machen die so und dann lassen sie nicht los. Ne? Okay. Du musst das nur zulassen. Und es ist für uns Deutsche, wenn die so machen, ne, erstarren wir zur Salzsäule und denken, was will sie von mir? Was will sie von mir? Was los? Ne? Also meine Mitarbeiter sagten mir jeden Tag, als ich zur Arbeit kam, Ina, wir lieben dich. Jeden Morgen. Okay. Weißt du? Das ist schon special. In Deutschland bringen wir auch ab und zu Kuchen halt in die Apotheke. Ja, das ist hier eher selten, muss ich dir ehrlich sagen. Ne? Es gibt Ja. öfters, dass wir so irgendwie von der Firma was ausgegeben bekommen oder so. Aber dass wir jetzt Kuchen selber mitbringen oder von Vertretern bekommen wir was. Aber sogar zum Geburtstag wird hier schnell mal einfach ein Snüni, das ist ein Vormittagssnack, gekauft. Aber so, dass man selber backen tut und bringt, das ist eher seltener. Gut, bevor wir jetzt halt zu der letzten Folie, glaube ich, kommen, hatte ich noch ein paar Fragen. Und zwar, es ist halt, viele Kollegen sind, haben tragen natürlich Kopftuch. Also es ist in Deutschland halt so, wie ich das jetzt von den Kolleginnen und Kollegen auch so mitbekommen habe, dass es halt wirklich, manchmal ist es auch, findet man Akzeptanz dafür, manchmal halt nicht. Das ist halt Bundesland abhängig. Manchmal ist es ja eher im Osten wahrscheinlich schwieriger als im Westen. Wie hast du das so in der Schweiz beobachtet? Vielleicht hast du das nicht so selber erlebt, dass du halt Ich habe es wirklich. tatsächlich erlebt, du wirst dich wundern, aber Okay. ich habe es erlebt. Es ist weniger in der Schweiz, also es ist, man sieht das auch einfach nicht so häufig, sage ich dir ehrlich, nicht so häufig wie in Deutschland. Aber gut, wenn du nicht gerade am Genfersee spazieren gehst, da siehst du ganz viele gut Betuchte. Okay. Ich war bei dem Impfseminar und da habe ich Elisabeth, eine Schweizer Apothekerin, kennengelernt und Ja. sie trägt, du musst mich jetzt korrigieren, sie trägt nicht nur Kopftuch, sie trägt auch noch so ein vollständiges Okay. Kleid, jetzt habe ich den Ja. Namen nicht mehr Ja. parat, es hat ja einen speziellen Namen. Auf jeden Fall war sie zum Impfen da. Also um das Impfen zu lernen. Und sie hat einen tunesischen Ehemann geheiratet und ist Ja. übergetreten. Okay. Und arbeitet, also sie arbeitet so vollständig. Ne? Sie legt nie Kopftuch ab oder ihr Kleidungsstück. Und sie ist erstens, sie ist sehr, sehr nett. Und erstens ist sie Apothekerin, als Apothekerin Winterthur, Kanton Zürich, eingestellt. Jetzt ist sie nach Luzern gezogen, aber sie hat auch dann in ganz vielen Apotheken ausgeholfen und es wäre für sie nie ein Thema, ihr Kopftuch abzulegen. Also es wäre nicht einmal diskutabel gewesen. Ja.
Das hört sich gut an. Moment, da haben wir auch direkt ein paar Fragen. Ja. So von Luai, hier möchte er auch eine Frage stellen. Ja, genau. Hallo Sommer, hallo, hallo, hi. Hi. Erstmal ganz vielen Dank für den tollen Vortrag. Dankeschön. Sehr Ich habe gerne. ich hab zwei kurze Fragen und eine größere Frage. Und zwar, die erste Frage ist es, wenn Sie jetzt, Sie arbeiten ja in der Schweiz, müssen Sie irgendwas ja in Deutschland bezahlen? Steuer, Rentenversicherung für den Versorgungswerk oder irgendwas? Wir müssen gar nichts. Also solange du keiner steuerpflichtigen Tätigkeit in Deutschland nachgehst, musst du auch in Deutschland keine Steuern zahlen. Es gibt ein Abkommen zwischen der Schweiz und Deutschland, dass wenn wir in der Schweiz die Steuer bezahlen, müssen wir es in Deutschland nicht, wenn wir in der Schweiz wohnen. Wenn du aber im Grenzgebiet arbeitest, sagen wir mal Basel oder Thurgau, also Kreuzlingen, ne? Da kannst du zu Fuß von Deutschland in die Schweiz und umgekehrt gehen. Viele sagen, okay, aber dann könnte ich doch in Deutschland wohnen. Die Mieten sind da etwas niedriger und vielleicht der Kindergarten ist kostenlos. Das lohnt sich für mich. Kann ich dir sagen, für Geringverdiener, so bis zu 60.000, lohnt sich das, für Höherverdiener nicht. Es ist nämlich so, dass du dann in der Schweiz 5% Steuer bezahlst. Und in Deutschland bezahlst du die normale Steuer, die du sonst in Deutschland bezahlt hast, abzüglich dieser 5%. Also du wirst nach dem deutschen Steuerrecht dann besteuert, wenn du in Deutschland wohnst. Ja, wunderbar. Die zweite Frage ist, wie viele Urlaubstage hat man? Ich habe als Geschäftsführer 27 Urlaubstage, als Nicht-Geschäftsführer hast du, jetzt müsste ich lügen, 24 oder 25 Das Urlaubstage. ist ja weniger als Deutschland, ja. Ja, Ja, absolut. und Aber genau, du wie hast viele? nicht 6 Tage Woche zu berechnen. Aha, okay. Und wie viele Arbeitsstunden arbeitet man die Woche? Sie meinten 12 Stunden, 4 Tage, das macht 48. Ist das richtig? Nee, du arbeitest tatsächlich 42 Stunden. Es ist nur einfach flexibler. Es ist so, dann hast du zum Beispiel minus, also dann hast du 40 Stunden jetzt 5 Wochen gearbeitet, dann hast du vielleicht minus 10 Stunden und dann legst du noch einen Tag dazu und dann hast du sie wieder aufgeholt. Du Genau. arbeitest, also man schaut nicht so genau. Es ist nicht wie so in Deutschland, weißt du, wo du sagst, ich arbeite eben Montag, Dienstag, Freitag. Du bist flexibel, du tauschst die Pläne aus, vielleicht du springst auch durch die Apotheken, wenn du möchtest. Das ist alles natürlich, wenn du möchtest. Aber dadurch hast du auch noch Reisekosten. Wenn du in eine Apotheke aushelfen gehst, hast du ja Reisezeit, das bezahlte Arbeitszeit, das kommt noch dazu. Oder wenn du zu Fortbildungen gehst, hast du ja auch bezahlte Reisezeit, ne? Genau, vielen Dank. Und die letzte Frage ist, wie sieht es aus mit der Industrie? Können Sie vielleicht ein paar Wörter dazu sagen? Also Genau, 70 Ena, Prozent. wir haben drüber gesprochen, als wir jetzt halt in der Vorrunde halt, glaube ich, jetzt, wo wir auch gesprochen haben, wie es halt, wenn man wirklich in der Schweiz in die öffentliche Apotheke einsteigt, wie die Chancen halt wirklich höher werden, dass man halt wirklich in die Pharmaindustrie dann einsteigt. Nur kurz zu deiner Frage, Luai, hier habe ich das so ein bisschen gegoogelt. Es gibt so, wenn man in Deutschland lebt und in der Schweiz arbeitet, gibt es so einen Grenzgänger. Steuer. Ich weiß nicht, ob du das jetzt wirklich das erwähnt hast. Es ist variiert zwischen 14 und 45% zusätzlich zu der Quellensteuer, die man halt in der Schweiz bezahlen muss. Deswegen, also ich glaube, wie ich jetzt auch von den Leuten, die jetzt das wirklich machen, in der Schweiz arbeiten, in Deutschland wohnen, weil ich wohne auch in der Grenzgebiet zu der Schweiz, dass die halt, es ist halt sich wirklich lohnt, wenn man halt Kinder hat und die Kindergärten halt sind in der Schweiz halt so teuer und dass man Die halt Kindergärten sind kostenlos, Roma. Die in Deutschland oder? Kindergärten gehören zum schulischen System und die sind absolut kostenlos. Die Krippen sind so teuer. Also dein Kind kommt mit 4,5 Jahren in den Kindergarten, aber davor musst du echt bluten. Gut, also zu der Frage von Luai, würdest du vielleicht ein paar Worte dazu sagen, Ina? Kriegt man dann bessere Chancen in der Ah, Schweiz? Industrie, Entschuldigung, ja, genau. Industrie, genau. Es ist so. Bruttojahresprodukte der Schweiz beträgt 70% davon gehören der Pharmaindustrie tatsächlich. Und natürlich gibt es viele offene Stellen in der Pharmaindustrie. Aber als Außenstehender aus Deutschland kriegst du eigentlich sehr schwer Einfluss da in die Pharmaindustrie. Wenn du aber in der Schweiz schon in der Apotheke arbeitest und in der Schweiz schon deinen Status hast,
dann kommt die Anfrage. Dann ist es wesentlich einfacher. Also ich habe eine Freundin, die hat ihren Doktortitel in Polen gemacht. Auch eine ganz liebe Apothekerin, die bei uns eine große Apotheke leitet. Und ihr Mann ist zuerst gekommen, auch Apotheker in die Schweiz und hat hier bei uns bei Galenica angefangen. Und sie ist dann nachgezogen mit ihrem Doktortitel und hat dort in Polen in der Industrie gearbeitet bei Bayer und wollte dann hier in der Schweiz gleich auch weitermachen in der Industrie. Sie hat 2 Jahre lang versucht, eine Stelle zu finden, nichts gefunden und ist dann als Apothekerin zu uns zu Galenica gekommen, hat ihre Weiterbildung gemacht und während der Weiterbildung haben wir miteinander telefoniert, weil sie, glaube ich, Apotheker von mir haben wollte. Und dann sage ich, wie ist das eigentlich? Ich habe gedacht, du wolltest in die Industrie. Und sie sagt, du wirst das nicht glauben. Als ich jetzt bei Galenica endlich angefangen habe mit der Weiterbildung und allem, dann sind sie alle gekommen von der Industrie und haben gesagt, okay, willst du jetzt bei uns anfangen? Ne? Also du musst einen Fuß in der Schweiz schon haben und angestellt sein. Es ist auch so, du musst bedenken, in der Schweiz ist das Wichtigste, wer empfiehlt dich? Weil derjenige, der dich empfiehlt in der Schweiz, der setzt sich für dich mit seinem Namen ein. Und wenn man auf ihn gut zu sprechen ist bei dieser Firma, dann hat deine Empfehlung großes Gewicht. Ne? Und wenn Galenica dich empfiehlt, dann bist du schon sehr gut. Oder wenn du bei Galenica eingestellt bist. Wenn ich dich empfehle, musst du schon wirklich etwas Besonderes sein. Und jeder, der sowieso, finde ich, meinen YouTube-Kanal entdeckt hat, ist schon ein sehr gewiefter Apotheker. Ja, vielen Dank. Gerne. Vielen Dank, Ina. Aber in der Schweiz verdient man auch in der Pharmaindustrie wahrscheinlich jetzt auch mehr. Ich denke, doppelt so viel, davon können wir ruhig ausgehen. Okay. Das sind schon krasse Zahlen. Das sind absolut krasse Zahlen, da gebe ich dir recht. Ja, und wir haben viele Apotheker, die tatsächlich dann zur Hälfte in der Apotheke und zur Hälfte in der Industrie auch arbeiten. Okay. Das haben wir auch. Gut, ein paar Fragen vielleicht noch dazu in den Kommentaren. Gehe ich jetzt kurz nach hinten. Kann man die 2 Jahre Weiterbildung nebenberuflich machen oder... Man macht die 2 Jahre Weiterbildung, die machst du nebenberuflich. Ja. Du fährst, also du hast ja auch Arbeitszeit, du hast pro Jahr 5 Tage Arbeitszeit, die du dafür verwenden darfst, zum Beispiel zu Seminaren zu fahren und so. Die restlichen kannst du dann als an deinen freien Tag legen. Du hast Praxisarbeiten, die kannst du während deiner Arbeitszeit machen. Das ist erlaubt. Du hast 40 Tage von der Weiterbildung allein Recherche, ne? Ja. Ist natürlich viel gefasst, aber zum Beispiel, klar, vor der Prüfung habe ich mir auch Ferien genommen oder Minusstunden und habe mich mit dem Thema beschäftigt und habe gelernt. Ne? Ja, hier noch eine Frage zu den Arbeitsstunden. Haben wir schon erwähnt, glaube ich, das ist eine Woche 40 Stunden die Woche? 42 Stunden. Wir haben 42 Stunden Woche in der Schweiz. Genau, hier noch eine Frage zu der Impfung. Muss jeder Apotheker impfen oder kann man sich dagegen entscheiden? Es ist eine persönliche Entscheidung von jedem Mitarbeiter in der Schweiz. Ich habe auch Pharmaassistentinnen, die sagen, jede Dienstleistung, die mit Blut zu tun hat, mache ich nicht. Aber zum Beispiel Taping mache ich gerne. Das akzeptiere ich absolut. Jeder kann das entscheiden. Ich habe einen Geschäftsführer, der nicht impfen möchte. Er impft nicht, aber er hat dann einen Apotheker, ein FPH, den ich über YouTube-Kanal reingebracht habe, eingestellt und der impft zum Beispiel. Der hat jetzt das Impfen gelernt. Es ist immer deine Entscheidung. Wenn du nicht möchtest, machst du es nicht. Ich möchte zum Beispiel, ich mache nicht so gerne Ohrlochstechen. Ne? Das ist so, weil die Kinder immer so zucken. Genau. Hier ist noch eine Frage zu den Vorteilen und Nachteilen bezüglich der Arbeit in der Schweiz zwischen der Pharmaindustrie und der öffentlichen Apotheke. Ich glaube, wir können jetzt auch wenig über von dem Alltag in der Pharmaindustrie auch sprechen. Oder Ina, hast du irgendwelche Erfahrungsberichte von Freunden? Ich habe tatsächlich, ein Freund von mir ist ein großes Tier bei Abbott Pharma und ist gerade nach Singapur für 5 Jahre verfrachtet worden, um dort die Abteilung zu leiten. Und es ist tatsächlich so, dass die Industrie sich geändert hat. Du bist nicht mehr in den Hallen da vor Ort oder in irgendwelchen Laboren. Du sitzt eigentlich vom Computer oft
und bearbeitest irgendwelche Studien und beteiligst dich daran. Ne? Und deswegen, das ist auch der Grund, warum die Apotheker gesagt haben, so, wir möchten aber zur Hälfte oder wenigstens samstags in der Apotheke bleiben, um so ein bisschen Kontakt zu anderen Menschen zu haben. Genau. Hier zu der letzten Folie ist deine E-Mail-Adresse, Ina. Ja. Wo man dich dann kontaktieren könnte, wo ich dich auch gefunden habe. Zum Glück. Genau. Bei Fragen oder Interessen, Bewerbungen kann man sich dann an die E-Mail-Adresse wenden, oder? Genau, einfach direkt mich anschreiben und ich beantworte sehr gerne alle eure Fragen oder leite euch Informationen weiter. Oder wenn ich nicht weiter weiß, kann ich auch gerne euch an mein Recruiting-Team weiterleiten von Galenica. Ich habe wirklich, bei Galenica ist es so, die Ketten sind ja so verschrien in der Schweiz, aber es ist tatsächlich so, man hat ein enormes Konstrukt hinter sich stehen. Und wenn bei mir irgendwie ein Deckel von einer Schublade abfällt, muss ich nicht mit einem Schraubenzieher da dran gehen. Ich schreibe einfach oder rufe an oder schreibe ein kleines Formular und schon kommt ein Techniker und repariert alles. Und genauso ist es mit dem IT und allem anderen. Wir, die wirklich hier nur bei Ketten fast arbeiten, finden es wirklich toll. Weißt du, du kannst die Tür der Apotheke zumachen und hast keine Verantwortung letztendlich. Du kannst wirklich mit freiem Kopf nach Hause gehen. Gut, ich glaube, das war's jetzt mit den Fragen. Oder hat jemand noch irgendwelche Frage dazu in den letzten Minuten, glaube ich, von den 2 Stunden, die wir hier über interessante Aspekte gesprochen haben? So. Ich glaube, das war's jetzt. Von den Fragen her. Ina, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Sehr gerne, Soma. Das war ein tolles Webinar. Danke, dass du die Einladung angenommen hast. Danke, dass du hier so eine tolle Präsentation gemacht hast. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Ich hoffe, die Kollegen haben auch gut profitieren können davon. Ich bedanke mich bei allen Zuschauern, die heute dabei waren und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Beim interessanten Webinar. Vielen Dank, Ina, und ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Danke dir, Soma. Schönen Abend an alle und liebe Grüße. Ciao. Liebe Grüße. Ciao. Ja.